Wir tun uns jetzt mal das an. Da bin ich schon, mehr der Fan von. Das bin mit, da kann ich schon mehr drauf reacten. Das ist schon. Sorry, wenn jetzt die Hälfte abgeschaltet hat. Nee, ist noch, sind noch alle da. Haben die Messen noch nicht abgeschaltet. Dann machen wir jetzt noch mal, machen wir jetzt mal Best of Gronkh und Terminator. Ja, das ist ein Duo. Das funktioniert für mich schon besser. Das gucke ich dann schon. Nichts gegen Pan, aber ja. Ui. Guitar Hey, Roleplay. yo, hum. Aha, da, da, da. Hey, yo, hum. Ah, ja, da. Hey, Tommy! Was ist das denn? Oh Gott! What the fuck? I! Oh Gott! I. I! Alter! Igitt! Ein I! Haufen I! Was Fleisch. ist das? Igitt! Tommy! Was ist das? Ich hab das! Was ist das denn? Alter, I! Fast zum. Oh mein Gott! Ist das noch hinter mir? Das baut sich gerade wieder auf am Strand. Igitt, was ist das? I! Boah, ich hab grad Kaffee getrunken. Ich glaube, ich muss Wow, ist das Hilfe! widerlich! Es ist hinter mir, ne? Ich weiß es nicht, es kommt gerade in meine. Oder ist gerade aus der anderen gefallen wieder. Was zum Henker? Das sieht aus wie so Fleischschnecken. Lettuce, warum ist das rot? Schnecken. Oh, ich hab grad die Farbe rot drin in der Palette, deswegen ist der Salat jetzt auch rot. Was? Und der Salat. Ich dachte, das gilt nur für das nächste, was man Das baut. sieht aus wie. Ich Das will ist doch, nicht. das ist doch hier wieder. Das habe ich Deswegen mal ist die Küche auch gespielt. rot. Ja! Anfang diesen Jahres habe ich das Gleich gespielt. wieder da. Keine Ahnung. Das ist Minecraft-ähnlicher. Tobias. Minecraft-like. Ja. Tobias, komm mal bitte. Tobias. Er rotiert. Guck mal bitte an den Blacksmith. Ja. Zweite Reihe ganz rechts. Ein Villager. Alter, der macht fast 200 Schaden? Man kann einen Villager als Waffe haben. Einen rotierenden Villager. Wir sollten, Tobias? Auf jeden Fall. Oh, ich hab 9 HP, 8 HP, ich Wir glaube, ich sollten sterbe sich einen gleich. Villager als Schwert Ich nehmen. bin fett am Bluten, Tobi. Ich werde hier oben verenden. Nee, ich glaube, man stirbt nicht. Man kann, glaube ich, nicht komplett verbluten. Tatsache. Okay. Ja. Puh, Gott sei Dank, Tobi. Rucksack hier ist wahrscheinlich Zum eh Glück kann man nicht sterben. Wow. Der nächste, 3 sind tot. Wo ist der letzte? Ah, hier, offenbar. Komm gleich rein, ne? Ach, das bist du. Oh. Ja. Die Spielcharaktere sehen einfach so hässlich aus. Da dachte ich. Oh ja, Pumpkin Days. Oder ne, Pumpkin. Was denn? Das war ja. Pumpkin Days war was anderes. Das war. Das habe ich Tobias. benutzt, das Let's Play. Alter. Laut. Ich sag doch, wie ein Neandertaler sitzt er da. So. Das Let's Play habe ich geguckt, das war großartig. Wie hieß denn das nochmal? Auch irgendwas mit Pumpkin war das. Irgendwie das. Irgendwie Dings. Dings, Dings und Pumpkins, irgendwie war das irgendwie. Wenn jemand im Chat wäre, würde ich ihn fragen, dass das mal reinschreibt, wenn das weiß. Na ja, gut. Das habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Toll, danke, Erik. voll nett. Wird gleich direkt geautosaved. Hey. Jeder Euro hilft. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das war hier. Hat mehr Eingänge als Borderlands. Eine Hure in einem Bordell für Tintenfische. Was einen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Beim Thema Penner Was? fällt mir ein. Das will ich nicht wiederholen. Was hat sie denn jetzt hin? Mushroom 100. Toll, Erik. Braunschweig.
Ganz lieben Dank. Ich freue mich. So, warte, ich mache nochmal schnell die Kacke weg wieder. Natürlich. Guck, und jetzt sammelt sie Kacke. Das ist ihr Hobby übrigens, ne? Das macht die gerne jeden Tag. Sammelt die Kacke. Nice. Komm mal her, hier. Piss mal auf den Typen drauf. Ja. Schön. Du wolltest doch den Arsch sehen, Tobi. Du wolltest doch den Arsch sehen, hm? Ja, das ist okay für mich. Das ist alles besser, als mit dir in einem Bett zu schlafen. Ich bin außerhalb der Stadt gelandet. Ich sehe keine Party. Funkstille. Tobi? Schätze, ich nehme den Panoramaweg zur Party. Während der Sequenz. So, das sind wir jetzt endlich wieder, weil heute Dinge überhaupt nicht schief gehen. Vielleicht mal hier ein Mikro aus, vielleicht da mal eine Reise nicht möglich und dann darf man nicht über Shift einloggen. Also ihr schon, wir aber nicht. Man darf nur über Steam, weil wir gerade die Beta-Version spielen. Und hörst dann du den Erik Frank? Ja, aber nur abgekackt. Oh nein, was ist denn los heute? Technisch Fehler. Weil heute Dinge überhaupt nicht schief gehen, vielleicht mal hier ein Mikro aus. Mein Mikro aus. Also schon, wir aber nicht. Man darf nur über Steam, weil wir gerade die Beta-Version spielen. Hörst du den Erik Funk? Ja, aber nur abgekackt. Oh nein, was ist denn los heute? Ja. Das ist so schön. Die kennst du schon. Technische Probleme. Immer schön. Ja, aber ich weiß. Das ist Tobis Server. Tobi hat ja alles gebaut. Ja, das hat mich Stunden der Arbeit gekostet. Die Mods gucken nur ab und zu mal. Ich kratze immer einen Bart. Bartkratz. Oh Gott. What the fuck? Alter, Boah, die Hölle bricht los, Tobi. Die Hölle bricht los. Hä, guck mal, die sind sofort tot gewesen. Ach, krass. Boah. What the fuck? Was ist denn das für Viecher? Au! Oh, ich bin tot. Hä? Oh. Boah, okay. Ein Galotz unten. Und drauf da. Alter! Das war keine so gute Idee. Boah. Hast du die Boah. Ja, Mann. Boah. Mir wird gleich übel. Nur Dias gerade. Mir kommt gleich das Mittagessen wieder hoch. Ui, hilf mir, wirf noch mehr Dynamit. Warte. Boah. Alter. Boah, ich sehe nichts. Au. Boah. Das ist aber nur eine Blutung. Die Fleischfetzen. Oh, es wird aber besser. Warte. Boah. Boah, Alter. Borderlands. Ja, das habe ich gesehen, Borderlands 3. Das Let's Play. Nicht bis zum Ende, aber fast. Erik hat zuletzt geschossen. Das war nicht schlecht. Habe ich damals in 4K gesehen. Das ist wirklich ein Spiel, was sich lohnt in 4K zu sehen beim Gronkh. Das Upload. Ich bin grundsätzlich kein Fan von 4K, ist schwierig gesagt. Oh nein, das geht? Ja. Es ist halt so, dass halt an kommt halt an aufs, also aufs Spiel. Also das ist Borderlands 3 hat wirklich, da hat man es wirklich gesehen, das hat wirklich Spaß gemacht. 4K, das auf Großbildschirm hier auf meinem großen Bildschirm hier beim PC zu gucken, das hat er wirklich Bock gemacht, das in 4K hochzuladen. Das ist, also manche Sachen, das ist, ja, da sehe ich es jetzt nicht wirklich, also wenn man es in UHD hochlädt, ist jetzt auch nicht, ja. 1080p, 60 FPS, das ist da völlig, meine Güte, das ist da, meine Streams werden normalerweise sowieso in 720p, das kriege ich dann sowieso nicht, das ist dann meistens, ich lasse auch parallel die Aufnahme laufen, damit das so manchmal vielleicht, dann schafft es manchmal, dass, damit ich nicht den Stream runterladen muss und dann, damit es dann annähernd 1080 ist, aber das schafft es auch meistens nur auf knapp über 720, also ja, also meine Stream-Aufzeichnungen
Manche Let's Plays, manche Parts sind gut, da sieht man, dass die Aufnahme geklappt hat, aber wenn Aufnahme und Stream, vielleicht sollte ich nicht Aufnahme und Stream parallel laufen lassen, wäre vielleicht meine Idee. Au, Tisch, mal am Tisch angehauen. Ja, 4K. Ich meine, die meisten Sachen, die ich momentan hochlade, sind eh aus dem Stream, aus dem Twitch-Stream, Stream-Aufzeichnungen und dann, das ist ein 4K-Stream, braucht man gar nicht zu versuchen, das kriegt meine Internetleitung nicht durch. Das ist da einfach, ja. Aber warte, weil ich sterben. Ist unrealistisch. Tobi schubsen, das gute alte Spiel. Und Borderlands macht wirklich Sinn. Das ist ein 4K. Jo, kann man runterspringen, da gibt's Level ab. Das sag selbst nicht. Das war echt nice und viel Kauf. Ja, na klar. Ich würde mich hier gerne hinsetzen. Ja, sowas zum Beispiel Pumpkin Days, da brauchst du nicht ein 4K zu aufzunehmen. Das ist halt, gibt's nichts zu sehen, versteht ihr? Gibt's halt nichts, dass man da irgendwie ein 4K. 300 Gold? Was denn? Wenn du halt so ein Spiel mit vielen kleinen Details hast, wo halt so eine Waffe mal durch die Gegend fliegt und mal so halt auf dem, weil halt so kleine Gewehre und so weiter, halt so klein, ganz viel auf dem, gerade diese Szene, wo dann ganz viele Waffen auf dem Haufen lagen und so weiter und dann dort, und dann, das macht halt in 4K echt Bock, da, wenn dann halt alle, jede einzelne Waffe erkennen kannst und so weiter, aber hier in, zum Beispiel Pumpkin, das ist jetzt Pumpkin Days, das ist, ja, oder Sims oder so, das ist so solche, so einfache Spiele, das ist, wozu, das ist da reicht 1040 oder 1080, ich bin mir nicht sicher, und da reicht eine Standard UHD, das ist völlig auf Twitch standardmäßig 720, ich weiß auch nicht, wie das ist, durch die Übertragung, also eigentlich streame ich, glaube ich, in 1000, schlag mich tot und 60 FPS, aber Twitch haut's meistens. Die Übertragung macht's dann halt irgendwie. Ja, aber wie du da. Alter, ich muss mich da gleich hinsetzen, muss dir das angucken. Okay, warte. Die schöne Rupert. Mach mal bitte. Hä, du sitzt falsch rum. Hä, du sitzt, vor dem Stuhl, als würdest du Dienste anbieten. Habe ich jetzt aber bei dir keine. Du hast gerade keine Haare, keine Augen, keine gar nichts. Ach so, also bei mir sitzt du schon da, aber halt falsch rum. Du sitzt vor dem Stuhl. Und zwar in Richtung des Stuhls. Hä? Und jetzt. Oh. Jetzt. Okay, jetzt hast du noch gesessen und hast dich bewegt. Das ist alles ganz merkwürdig. Oh Gott. Nein. Die beiden sind schon echt ein. Nices Duo. Nein! Oh, du bist auch rausgegangen. Hä? Ich verstehe das Spiel inzwischen nicht mehr. Ah. Ah. Das Spiel ist übrigens, wer es als erster schafft, auf dem Beifahrersitz zu sitzen und sitzen zu bleiben. Olle, der LKW ist ganz schön schnell. Dafür, ja. Das ist einfach ein fucking LKW ist, Mann. Mhm. Ja. Bildwechsel. Habe ich gesehen. Alter. Oh Gott, Gott sei Dank, Tobi, Gott sei Dank. Hast du gesehen, wie langsam ich über das Ding drüber gefahren bin? Hab ich gesehen. Okay, aber wollen wir ein kleines Häuschen bauen? Putzi. Der Erik ist auch gut. Das ist die allererste Regel, die du lernen musst. Wir dürfen nichts bauen. Okay. Hä, Tobi, was? Wo kommt das denn jetzt her? Tut mir leid, Erik, wo kommt das denn jetzt her, Tobi? So viel Aggression. Was machen wir? Tobi, schau mir zu. Tobi, du kannst ruhig was bauen, wir bauen es dann aber um, ja? Sollen wir das einfach mal kurz übernehmen für... Ah, Putzi, sei vorsichtig, bitte. Einfach nur temporär. Oh Gott, er hat eine Werkbank dahin gebaut, ach du. Ich kann es auch wieder wegmachen. Erik, tut mir leid. Erik ist wieder weg. Hast du die Baupläne vorher eingereicht, Putzi? Ich mach gerade noch ein bisschen Boden mit Stütze. Hast du die Pläne eingereicht? Unter Stütze? Es wird jetzt so wie bei Vintage Story. Du baust ein Haus und ich sammle Schilf. Kaya, genau. Sag doch sowas nicht, der Tobi. Sehr gut, Kaya. Hast du das auch schon gemerkt, dass du nichts bauen darfst, wenn der Erik mitspielt? Der reißt auch immer sofort ab, wenn man was bauen will. So, hast du jetzt davon. Siehst du mal, wie es ist? Guck mal, euer scheiß Kühlhaus, da hinten steht immer noch. Da soll zu viert drin wohnen. Ja, ich sag's dir, zu viert. Kaya, komm mal mit, Kaya, guck mal. Das ist rein. Das ist das Haus zu viert. Ja, das reicht doch, wenn man sich hinlegt.
noch Rest. Das wünscht sich der burleske Tobi. Das geht doch voll klar. Also, hä? Ach, ja. So, ja, lasst bei Ayaso ein Däumchen und ein Follow da. Ein Abo. Ja, glockt den Kanal. Abonniert das Däumchen nach oben und ja, ihr wisst, was zu tun habt auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.